damit herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Bollheim Times TV. Ja, hi auch von mir und danke, dass ihr eingeschaltet habt, um unsere Sendung anzusehen und sie im Nachhinein hoffentlich auch für gut zu befinden. Genau, von jetzt an wird es nämlich unsere Aufgabe sein, euch über alles zu informieren, was so im HBG abgeht, was total in oder out ist und was euch sonst noch so interessieren könnte. Ihr fragt euch nun sicherlich, wie ist es plötzlich möglich, dass ich so wie aus dem Nichts einen AG namens Schülerfernsehen gründet und beschließt, einfach mal ein paar mehr Pixel im Bildschirm flitzen zu lassen. Nun, das Projekt Schülerfernsehen ist schon eine ganze Weile im Gange, aber wie heißt es so schön? Gutes braucht seine Zeit. Eben. Und jetzt, finde ich, wird es Zeit für ein wenig mehr Farbe. Farbe? Farbe? Ja. Erinnerst du dich, letzten Monat war doch der Luftballontag. Alle Schüler ließen einen farbenfrohen Luftballon in den Himmel steigen mit einer persönlichen Nachricht darauf. Organisiert wurde das Ganze von Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Mit dem Hintergrund, eine Aktion gegen rechtsextremistisch Orientierte durchzuführen. Toll sah das Spektakel auf jeden Fall aus. Wir haben hier ein Video für euch, das von einem Schüler aufgenommen wurde. Wir sehen mal rein. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Na klar. Und damit auch schon weiter zu unserer nächsten Rubrik, nämlich Kultur. Genau. Die 12. Klassen waren nämlich vor kurzem auf Jahrgangsstufenfahrt in Weimar. Und was sie da sonst noch so erlebt haben, außer auf die Spuren von Schiller, Goethe und Co. zu gehen, das haben Annika und ich für euch mal herausgefunden. So, wir sind jetzt hier mit Michelle und Niklas auf der Galerie des Lichthofs. Hallo ihr beiden. Hallo. So, dann kommen wir zur ersten Frage. Was habt ihr denn in Weimar erlebt? Ja, also in Weimar, da haben wir sehr viel Kultur genossen. Wir waren unterwegs gewesen in der Altstadt. Wir haben uns sehr viele Museen angeschaut. Wir waren im Goethehaus, im Schillerhaus und ja, wir hatten da auch eine ganze Menge Spaß. Habt ihr denn bei der ganzen Sache auch was gelernt? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben sehr viel über Goethe und Schiller gelernt. Ja, und außerdem konnten wir da halt einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wir haben gesehen, wie Goethe, wie Schiller gelebt haben und haben gesehen, wo die praktisch die Bücher geschrieben haben, wie Faust oder die Leiden des jungen Werthers oder sonstige Bücher. Wo wart ihr denn in Weimar untergebracht? Wir waren in der Jugendherberge Germania und die war eigentlich ziemlich zentral gelegen, direkt am Bahnhof und da war halt eine Menge Action und viel los gewesen. Was habt ihr denn in eurer Freizeit gemacht? Also in unserer Freizeit sind wir halt auch noch durch Weimar geschlendert und haben da halt verschiedene Gebäude noch begutachtet und sind auch ins Kino gegangen, das war sehr schön. Und ins Freibad? Ins Freibad, im Freibad waren wir auch. Wie gefällt euch denn die Stadt Weimar? Weimar an sich ist eigentlich eine wirklich schöne Stadt, sehr kulturell interessant und ja, die Architektur ist noch so ein bisschen von früher, so alte Häuser und so und das gibt der Stadt echt so einen eigenen Charme, also sehr schön. Ja, und außerdem ist die Innenstadt vor allem auch sehr sauber, also die Altstadt, kaum Graffitis, sehr freundliche Leute überall und ansonsten ist da wirklich alles sehr schön in der Altstadt zumindest. Ja. Was war euer schönstes Erlebnis dort? Also mein schönstes Erlebnis war eigentlich generell die ganze Fahrt gewesen, halt man konnte da rumlaufen mit seinen Freunden, es war gutes Wetter und man konnte sich auf irgendeine Wiese halt hinlegen und sich da einfach mal sonnen und ein bisschen entspannen. Also für mich war das schönste Erlebnis eigentlich, als wir im Park an der Ilm war das, glaube ich, gesessen haben, auf der Schillerbank, wie wir im Nachhinein erfahren haben. Und dann kam auf einmal ein Geiger an mit so einem Geigenkoffer, wo er dann halt Geld haben wollte, also ne, hat gespielt. Und wir saßen da und fanden es einfach so richtig schön und haben uns dann gleich, weiß ich nicht, inspiriert gefühlt und haben so ein paar Elfchen geschrieben und ja, das war sehr schön. Haltet ihr denn die Weimarfahrt für sinnvoll? Das hat nochmal so richtig den ganzen Jahrgang irgendwie zusammengeschweißt, die Fahrt. Das war richtig toll nochmal zum Schluss. Mhm. Würdet ihr mit der Klasse nochmal hinfahren oder alleine? Also wenn jetzt eine Klassenfahrt nochmal anstehen würde, dann auf jeden Fall. Aber alleine weiß ich nicht, vielleicht wenn jetzt Hertha in die dritte Liga absteigt und ich da halt als Auswärtsfahrer
hinfahren kann, dann freue ich mich, dass ich da schon mal gewesen bin. Aber ansonsten ist jetzt Weimar auch eigentlich für mich eine schöne Erinnerung. Und ansonsten würde ich da eigentlich nicht so hinfahren. Ja, vielleicht mal, wenn man später in der Richtung was im Studium machen möchte, dann kann man da vielleicht mal hinfahren nochmal und sich halt noch ein paar Anregungen holen. Aber ansonsten in den nächsten paar Jahren erstmal nicht. Und wie fandet ihr die Fahrt jetzt im Vergleich zu den anderen Klassenfahrten? Also im Vergleich zu der Englandfahrt jetzt zum Beispiel, da war es ist natürlich was ganz anderes, weil man ist ja in England ist man in Gastfamilien untergebracht und in Weimar waren wir in der Jugendherberge. Aber insgesamt war es halt auch irgendwie so, dass wir jetzt ja irgendwie uns in der 12. Klasse schon alle untereinander im Jahrgang viel besser kennen als in der 9. Klasse. Und damit war die Weimarfahrt einfach noch ein Stückchen besser als die Englandfahrt. Danke an euch beide und damit zurück ins Studio. Ja, so war das. Und da wir vorhin schon mal mit wohltätigen Organisationen angefangen haben, können wir damit auch gleich weitermachen. Denn was war im Monat September noch los im HBG? Der Operation Smile Sponsorenlauf. Gut zu wissen, dass wir uns als Schule so sozial engagieren, oder? Wir waren für euch dabei und haben die beste Szene des Tages für euch herausgefiltert. Seht selbst. Richtig klasse und auf jeden Fall für einen guten Zweck, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall. Und wie viel sponsert ihr und wer sponsert euch? Herr Bart sponsert unsere ganze Klasse, aber nicht viel genau weiß ich jetzt nicht. Okay. Also mein Vater sponsert sich mit 5 Euro pro Runde. Ich finde es gut, dass man sich auch in Deutschland in einem reicheren Land für die Ärmeren einsetzt, denn jeder sollte ein gutes Lächeln haben. Ja, ich finde das halt sehr gut, weil man denen dann halt ein neues Lächeln halt schenken kann und dass sie dann quasi einen besseren Start ins Leben haben. Okay, und darf ich fragen, welche Sponsoren du hast und wie viel, die wir jedenfalls spenden? Also meine Sponsoren sind meine Eltern und sie müssen jetzt, sollen 7,50 Euro jetzt spenden. Danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Wie kamt ihr dazu, hier bei Operation Smile mitzumachen? Die Organisation Christine Rambant war eine Freundin von meiner Schwester und sie hat mich halt gefragt, ob ich mitmachen wollte. Und ich habe mich einfach dieses Jahr angeschlossen. War das hier schwer zu organisieren? Es ging, wir hatten natürlich ein paar Komplikationen, aber wir haben es halt hingekriegt. Was glaubt ihr, wie viel dieser Sponsorenlauf dieses Jahr einnehmen wird? Wir hoffen, dass es natürlich weiterhin so viel wird wie die letzten Jahre, auch wenn wir ein Jahr weniger sind. Und wir hoffen außerdem, dass wir den Sponsor Johnson & Johnson bekommen. Wie viel habt ihr denn bis jetzt schon erreicht, die letzten Monate? Also, wir haben letztes Jahr zum Beispiel bei dem Sponsorenlauf rund 8.000 Euro eingenommen und damit haben wir ungefähr 70 Kindern in der dritten Welt geholfen. Ja, wie schon gesagt, das wievielte Jahr ist es jetzt schon, dass dieser Sponsorlauf stattfindet? Das vierte Jahr. Du sag mal, Jared, warum bist du denn eigentlich keine Runden gelaufen? Und damit auch weiter zu unserer nächsten Rubrik. Okay, weiter geht's. Wir möchten euch nun Popcorn-Time vorstellen. Hanne wird hier jeden Monat einen Kinofilm präsentieren und ihre Meinung dazu abgeben. Wie das aussieht, zeigen wir euch später. Falls ihr uns noch irgendwas mitteilen möchtet, ein Lob, Kritik oder Verbesserungsvorschläge, könnt ihr das gerne über unsere E-Mail-Adresse tun, die unten eingeblendet ist. Also dann, macht's gut. Tschüss. Jared und Laura. Hallo Leute und willkommen zu meiner ersten Folge von Popcorn Time. In der heutigen und in den kommenden Folgen werde ich euch jedes Mal einen Kinofilm vorstellen. Den Film habe ich bis dahin selber noch nicht gesehen, weiß also nicht genau, wie er ist.
Aber ich werde das so schnell wie möglich nachholen und das euch dann in der nächsten Folge erzählen. Okay, dann mal auf zu meinem ersten Kinofilm. Ich persönlich stehe total auf Filme wie Der Flucht der zwei Schwestern oder The Grudge. Deswegen habe ich mich in den kommenden Film schon beim ersten Trailer ansehen verliebt. In dem Film geht es um die Liebe. Doch jetzt kommt kein Kitschfilm aus den USA, sondern ein Thriller aus Kolumbien und Spanien. Denn der Gegenspieler der Liebe, die Eifersucht, hat seinen Auftritt. Durch sie gerät eine Frau in eine Art Gefängnis und sie ist selber daran schuld. Von dort aus muss sie mit ansehen, wie ihr Freund eine Beziehung mit einer anderen anfängt. Und sie versucht sich mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu rächen. Ich finde, die Geschichte ist schon extrem gruselig und wenn ihr euch den Trailer anseht, werdet ihr bestimmt wissen, warum. Der Film ist schon ab 12 freigegeben, also auch schon etwas für die Jüngeren unter euch. Das war mein Part von Wollhagen Times TV. Und ich hoffe, dass ihr es dadurch leichter habt, euch für den nächsten Kinofilm zu entscheiden. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Jetzt muss ich was essen.